Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es wieder ums Bewerten von Waysports. So, schauen wir uns erstmal die Statistik an. Da ist eine schöne Menge passiert und diesmal auch etwas übersichtlicher, dass es auch von der Zahl her passt. Und zwar habe ich in der letzten Folge 24% gehabt auf meinem Upgrade. Jetzt habe ich 74% und ich habe 65 Bewertungen durchgeführt. Ich finde, das sieht doch schon richtig, richtig gut aus. Also da sieht man dann richtig deutlich, also wenn man nicht zu schnell bewertet, dann sind die Zahlen nicht so weit auseinander. Das wollte ich eigentlich damit sagen. So, hier könnt ihr jetzt nochmal die Statistik sehen, wie das Ganze aussieht. Der Zusammenschnitt, ich glaube, die Zahl der Abgelehnten wächst immer weiter. Schauen wir mal hier in den Bewertungen. So, wir haben hier Minigolf in Kirchzarten. So, also ich sage, das Bild finde ich total schlecht. Also ich finde es doof, dass genau dieses Schild hier fotografiert worden ist. Für mich ist das kein Schild für einen Waysport. Ich hätte lieber wenigstens eine Minigolfstation als Waysport-Bild. Das wäre schön. Aber natürlich ist das an sich ein Waysport, deswegen mache ich hier so ein 3-5er. Ich wette mit euch, am Ende heißt es, ich bin ein Roboter. Ich soll mal bestätigen, dass ich kein Roboter bin. Minigolf regt zum Sportmachen an, sowie gemeinschaftliches Treffen an. Ja, ja. Genau, deswegen ist es auch ein POI. Welcher alle Kriterien erfüllt. Ja, das ist korrekt. So, er ist auch nicht im Spiel. Das ist am wichtigsten. Historisch-kulturell ja, wegen Treffen und Sport. Optisch einzigartig, weil es jetzt nicht ständig irgendwelche Minigolfplätze hier gibt. Sowieso. Sicherer Zugang auf jeden Fall. Oder? Ja, doch. Also, wie soll das denn keinen sicheren Zugang haben? Das kann ich nicht verstehen. Ja, ob der Standort jetzt hundertprozentig stimmt, kann man jetzt hier nicht erkennen. Ist wahrscheinlich auch nicht auf der Karte eingezeichnet, oder? Ist auch nicht auf der Karte verzeichnet. Okay. Ja, dann gebe ich halt für den Standort drei Sterne, weil ich es nicht sehen kann. Und gibt es Minigolf? Na, Golf wahrscheinlich. Golfplatz. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir halt Golfplatz. Meine Güte, ob jetzt Minigolf oder Golf. Ich denke mal, das macht jetzt keinen großen Unterschied, ob man das jetzt das eine oder das andere auswählt. So, hier geht es um den Text. Ja, das sollen sie unter sich ausmachen. Das überspringen wir mal. Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist glaube ich schon das zweite oder dritte, der dritte Waysport für einen Mülleimer für Hundekot oder wo es auch dann die Beutel gibt, aber ganz ehrlich, nee, Massenproduktion. Nee. So, hier. Massenproduktion. Eigentlich würde ich es schön finden, wenn es für Massenproduktion einen Ablehnungsgrund geben würde. So, dann haben wir hier einen Stein, in den ist irgendein Text eingraviert. Wo liegt denn dieser Stein? Okay, der scheint tatsächlich öffentlich zu sein. Ich habe jetzt erst was anderes gedacht, aber das sieht doch aus, als wäre das derselbe. So, da müssen wir gerade die URL ändern. Ganz, ganz hinten von der URL steht S0. Da macht man S1000 draus und dann kriegt man trotzdem das Bild angezeigt. Und dann wollen wir das Waysport-Bild nochmal hochholen. So, jetzt können wir die beiden vergleichen. 1995. 24.11. Paar A R Redel, ja, nö, ist absolut identisch, ist ein Duplikat. Alles klar, dann Duplikat absenden. So, Rastplatz an der Dorfrunde. Ja, das ist einfach, also für mich ist das jetzt erstmal nur eine Parkbank. Und was hast du noch dazu geschrieben?
Eichenhäuser Dorfrunde als Bürger jeden Alters zur Bewegung einladen. Naja, genau. Die Bank regt dazu an, sich zu bewegen. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Für mich ist das einfach nur eine Bank und deswegen ist das kein Whiteboard. Schreib hier auch einfach als Ablehnungsgrund Bank. Absenden. Aussicht. Er hätte die Aussicht fotografieren können und zeigen können, dass es an der Aussicht vielleicht noch eine Parkbank gibt. Das wäre gut gewesen. Gedenkstein auf dem Kreuzenbuck. Beschreibung, siehe Foto. Aha. Geil. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Ja, hier steht ein Text drauf. Und hier steht sogar was von restauriert. Also da sind auf jeden Fall Informationen drauf. So, also ist ein Wayspot. Wo steht er denn? Ah, ach so sieht das Ding aus. Also ich finde, es ist auch ein bisschen zu nah. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Aber na, man kann ja später noch andere Fotos einreichen. Das ist ja cool. Vor allem, da ist auch noch eine Tafel und eine Bank. Hat was. Scheint ein schöner Ort zu sein. Kann man sogar zwei Wayspots draus machen. Okay, da ist noch nichts. Also historisch-kulturell auf jeden Fall. Optisch einzigartig, na klar, da ist ja noch nichts. Und sicherer Zugang, das sind Wanderwege. Das sieht so flach aus hier. Hier drauf sieht das voll flach aus. So, und ja, ob die Stelle stimmt, wissen wir nicht. Müssen wir 3 Sterne geben. Das ist ein Denkmal. Ich sag aber Denkmal dazu. So. Nächstes. Ein Spielplatz. Wieder mal irgendwo in Frankreich oder keine Ahnung, wo das ist. Da steht wieder das Land nicht hinten dran. Oder soll St. Martin das Land sein oder was? Spielplatz. Das ist doch bestimmt ein Spielplatz. Also für mich sieht das aus, als wäre der Spielplatz irgendwo dran. Also, ah, toll. Satellitenbilder sind jetzt auch nicht das Beste. Überhaupt nicht sogar. Street View gibt es auch nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also für mich sieht das nicht nach so einem typischen Spielplatz aus. Also kein... Es sieht für mich nicht aus wie ein öffentlicher Spielplatz. Das wollte ich sagen. Das ist mir zu arg eingezäunt. Aber das, in manchen Ländern ist das normal. Aber dahinter ist auch ein Gebäude. Und ich glaube, der versucht das irgendwie zu verstecken. Ich sag, das ist kein Spielplatz, sondern das ist eine Kinderbetreuung. Eine Schule, Grundschule, Kinderbetreuung, Kindertagesstätte. Auch wenn das nicht nirgendwo eingezeichnet gewesen ist. Aber das sah mir zu offensichtlich aus. So, Selfmade Camping, Massenproduktion, ist für mich nichts Besonderes. Würde ich jetzt nicht unbedingt, nicht das Ding. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht diese Karte hier einreichen, aber nicht das, nicht dieser Automat hier. Das ist Massenproduktion, hätte ich jetzt gesagt. So. Was haben wir denn hier? Was soll das sein? Oh, das ist wieder Frankreich. Komm, weg. Irgendein Regierungsgebäude. Keine Plan. Ich nehme lieber was anderes. So, was haben wir denn hier? Perf-Quelle. Gut, das steht da drauf. 1968. Ursprung der Perf. Achso, das ist irgendein Bach vielleicht. Okay, ja. Weil da ein Stein steht, wo das draufsteht, ist es in Ordnung. Aber sonst wäre das ein Naturmerkmal. Aber der Stein ist ja von einem Menschen gemacht worden, deswegen geht das in Ordnung. Ja, historisch-kulturell ja, optisch einzig, genau. Auch wenn es schon einen anderen Stein gibt, wo was draufsteht, ist aber was anderes. Sicherer Zugang, ich... Ja, da ist überall nur Land quasi, ne? Also ja, ist nicht erreichbar. Ob die Stelle stimmt, wissen wir nicht. 3 Sterne und... Bildhauerei im Endeffekt. Ist zwar jetzt kein Kunstwerk, aber Hinweisschild finde ich irgendwie doof, wenn es kein Schild ist. Das ist eigentlich so der Hintergrund.
So, was war denn hier? Aussichtsplattform. Ah ja, sowas hatten wir erst vor kurzem in Frankreich. Aussichtsplattform. Ich find das okay, ich finde das gut. Ich gehe auch davon aus, dass es öffentlich ist. Da sehe ich jetzt erstmal kein Problem. Ach was. Das Ding ist ja sogar auf Google Maps eingetragen. Ah ja, warum denn nicht? Ja, man kann es hier schemenhaft erkennen. Also ich würde ja jetzt auch nicht. Man könnte jetzt ja auch hier draufklicken und sich noch andere Bilder angucken, aber ich bin mir sicher, das passt alles. Vielleicht hat derjenige das sogar vorbereitet extra. Wäre natürlich genial, dass man sowas erst auf Google Maps einreicht und dann erst einen Wayspot. Ich denke, also wenn das nicht angenommen wird, dann finde ich es halt sehr, sehr schade. Aussichtspunkt, Bauwerk sogar. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein Hinweisschild, würde ich sagen. Ja, auf Französisch. Tolles Umgebungsfoto. Ich sehe den Wayspot überhaupt nicht. Vielleicht haben wir ja Street View. Ja, gut. Wir haben Gott sei Dank Street View, von daher ist es egal. Wir ignorieren die schlechte Einreichung und die schlechten Fotos. Der Standort ist mir aber zu sehr auf dem Gelände da. Wenn, dann muss es hier vorne hin. Naja, gut. Also, historisch-kulturell, vermutlich. Ich weiß nicht, was draufsteht. Optisch einzigartig. Ja, wir haben nicht nur ständig irgendwelche Schilder, sondern wir haben auch viele andere Objekte in der Nähe. Ja. Sicherer Zugang. Ja, wir haben einen Fußgängerweg vorne dran. Das sieht man aber nur über das Street View so rum. Hier. Ja, jetzt ist zwar der Punkt hier vielleicht irgendwie auf der Straße, aber man hat schon gesehen, das war irgendwie zu weit hinter der Hecke. Und hinter der Hecke ist halt doof. Also ich finde, der Wayspot muss halt schon wenigstens ansatzweise an die Tafel hier ran, weil das hier hinter wahrscheinlich Privatgelände ist. So, dann ist das ein Hinweisschild. So, eins schaffen wir, glaube ich, noch. Absenden. Oh, was ist das? Was ist denn das? Goldbank. Okay. Also die Bank ist irgendwie nicht golden, ne? Okay. Ja, das ist doch hübsch. Das ist doch ganz hübsch. Ist doch ganz hübsch gemacht hier die Stelle. Und es ist öffentlich. Ah ja, warum denn nicht? Ja, das ist jetzt einfach nur abgeschrieben. Wäre vielleicht noch interessant gewesen, noch weitere Hintergrundinformationen dazu zu haben. Die Bank ist am Gehweg gelegen. Ja, das stimmt. Und ein Schild darüber lädt Wanderer ein, dort eine Pause zu machen. Immer gibt es dort schöne Blumen. Naja, gut, die schönen Blumen sind jetzt wahrscheinlich relativ. Scheint eine schöne Stelle zu sein durch das Schild. Würde ich sagen, ja, ist das ein Wayspot. Ist schon etwas weitläufig hier. Ist jetzt nicht der 500. Wayspot hier gerade an der Stelle. Okay. Also historisch-kulturell würde ich sagen, ja. Optisch einzigartig auf jeden Fall. Sieht man nicht häufig, auch in anderen Orten nicht. Und sicherer Zugang auch. Das schon. Ob die Stelle stimmt, kann ich leider nicht beurteilen. Da sage ich 3 Sterne. Ich glaube aber, dass es dort ist. Ich nenne das jetzt einfach auch Hinweisschild. Man hätte aber auch Holzschnitzerei nehmen können. Genau, und dann schließen wir das Ganze hier ab und schauen mal in die Statistik, ob sich da was geändert hat. Nö, also von den Prozenten her hat sich jetzt nichts geändert. Kann ja auch mal passieren. Hier nochmal die restliche Statistik. Jetzt bin ich bei 8203. Sieht gut aus. Ja, ich hoffe, ich habe
konnte euch weiterhelfen, wenn es um Wayspots geht. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, kommt auf den auf meinen Discord-Server, den ihr in der Videobeschreibung findet. Da gibt es einen Wayfarer-Kanal und da beraten wir uns gegenseitig, wie man vielleicht manche Wayspots vielleicht besser einreichen kann oder ob sie denn vielleicht überhaupt sich irgendwie lohnen. Da kann man es am besten fragen, weil man nämlich auch Bilder zeigen kann, weil Bilder sind essentiell wichtig. Je nachdem, wie das Bild aussieht. Es gibt halt einfach Sachen, da sagt ein Bewerter sofort, das ist privat. Das sehe ich sofort. Und dann wird das sofort abgelehnt. Nur von dem ersten Foto her. Naja. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir, wie mein Discord oder Twitch-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Batsch!